Haben wir denn eigentlich wirklich den ersten Batman auf der Ethereum Blockchain oder gab es da schon andere NFTs, die früher gemintet wurden? Außerdem plant Japan in NFTs wie auch Metaversen zu investieren und wir schauen uns auf jeden Fall Lokis Z da nochmal genauer an und was eine Aussage von Reese war, die ich meiner Meinung nach ziemlich eindeutig finde, das und mehr jetzt in diesem Video. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain und heute am Steuer wirklich mit diesen sehr spannenden Themen. Das heißt, wenn du das auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, bleib unbedingt wirklich bis zum Ende dran, denn auch am Ende sind auf jeden Fall noch einige sehr spannende Themen, die du auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir rein mit dem ersten Thema. Beim nächsten Thema geht es, wie auch schon im Intro angekündigt, um den Batman. Haben wir denn eigentlich wirklich auf Vivi den ersten Batman oder gibt es schon andere? Ich kann auf jeden Fall schon mal etwas Kurzes spoilern. Wir auf Vivi haben den ersten Batman auf der Ethereum Blockchain, wie auch im Allgemeinen. Und ich werde euch auf jeden Fall jetzt zeigen, wieso, weshalb, warum. Als allererstes schauen wir uns erstmal hier überhaupt die Drop-Daten an. Denn der Drop-Tag war nämlich am 14.10.2022. Das müssen wir uns auf jeden Fall erstmal merken. Der Drop-Tag ist tatsächlich auch der Tag gewesen, wo die meisten Leute gemintet haben. Aber dadurch, dass wir die Umstellung von GoChain auf Immutable X bzw. Ethereum hatten, dadurch ist sozusagen das ganze Collectible nochmal neu gemintet worden auf der anderen Blockchain und auf der anderen, gehe ich mal davon aus, dann halt gelöscht worden bzw. wurde halt übertragen. Dementsprechend hatten wir dann laut Ansicht von vielen Leuten dort erst überhaupt den ersten Mint auf der Ethereum Blockchain von dem Batman. Was man aber an dieser Stelle echt nicht vergessen sollte, ist, es war trotzdem davor ein NFT, nur auf einer anderen Blockchain. Also das ist auf jeden Fall erstmal schon mal hier eine Sache, die man nicht vergessen sollte. Und jetzt schauen wir uns auf jeden Fall mal an, wann die anderen DC Collectibles nämlich rausgekommen sind. Und dafür müsst ihr euch an dieser Stelle jetzt erstmal hier das Mint-Datum merken, nämlich den 14.03.2021. Ich habe hier dafür zwei Artikel rausgesucht, und zwar nämlich einmal für die HRO-Karten, und die sind nämlich im März 2022 erst rausgekommen, das heißt erst in etwa ein Jahr später. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall auch den Batman definitiv sowieso als erstes DC Collectible. Und dann haben wir hier einmal noch die Batcalls, und die wurden nämlich erst im April 2022 released, das heißt alles deutlich später im Gegensatz zu dem DC Collectible, was wir auf Vivi haben, nämlich dem Batman. Und dementsprechend bleibt auf jeden Fall hier mit Abstand der Batman das erste Vivi NFT und auch im Allgemeinen das erste Batman NFT überhaupt, was jemals auf einer Blockchain gemintet wurde. Als nächsten Punkt habe ich auf jeden Fall eine ganz kurze Empfehlung für euch da draußen, nämlich war ich am Mittwoch mit zwei Comic-Experten in einem Livestream und es war wirklich sehr, sehr spannend. Auch gegen Ende hin waren auf jeden Fall einige sehr, sehr gute Tipps mit dabei. Das heißt, wenn du das Ganze auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, beziehungsweise dir auf jeden Fall nochmal anschauen möchtest, ich packe dir den Link unten in die Videobeschreibung, und wenn dir das Video bis hierhin auf jeden Fall gefallen hat, gib dem Video sehr gerne ein Like. Und als nächsten Punkt haben wir auf jeden Fall Japan mit dabei, und Japans Premierminister, der hat nämlich gesagt, sie wollen bzw. planen auf jeden Fall in NFTs wie auch Metaversen zu investieren. Dass viele Länder tatsächlich auch planen, in Metaversen zu investieren, das wissen wir ja bereits, aber dass sie tatsächlich auch planen, explizit in NFTs zu investieren, das ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sie planen zu investieren in irgendwelche Bored Apes oder CryptoPunks oder irgendwie sowas, denn das sind meiner Meinung nach alles nur Spekulationsobjekte. Da wäre es natürlich deutlich klüger, wirklich in Collectibles zu investieren bzw. in NFTs zu investieren, die auch deutlich nachhaltiger sind und die tatsächlich auch in Zukunft deutlich mehr Value haben werden als irgendwelche CryptoPunks oder auch Bored Ape Yacht Club NFTs. Das sind mehr oder weniger meiner Meinung nach jedenfalls nur Statussymbole dafür, dass man mehr oder weniger mit einer der ersten NFTs überhaupt besitzt. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall hier der Stand der Dinge. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier auf jeden Fall auch ein Investment in Vivi sehen werden, zum Beispiel in den Ultraman. Aber wer weiß, was da in Zukunft noch kommen wird. Aber ich werde natürlich dich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten. Das heißt, wenn du auf jeden Fall keine News verpassen möchtest, abonniere auf jeden Fall den Kanal. Dann verpasst du auf jeden Fall nicht die Ankündigung, falls Japan in irgendeiner Weise bei Vivi einsteigen sollte mit NFT-Käufen. Und als nächstes kommen wir zu einer Aussage von Rescalern, und die war wirklich sehr, sehr interessant. Und meiner Meinung nach hat das hier meine Vermutung nur bestätigt, dass wir irgendwann eine Interaktion mit den 6 Infinity Stones sehen werden. Hört euch auf jeden Fall den Clip mal genau an. You had you, just you as a collector, one drop that if you like had to have out of all the drops at New York Comic Con, what's the one for you?
Look, I think Loki's Scepter, actually. Yeah, the third Infinity Stone to be available on VV. I think it's worth checking out. Ja, ihr habt gerade schon gehört, Reese, seine erste Wahl tatsächlich von all diesen Collectibles ist Loki's Scepter. Und ich finde, es war schon etwas interessant, dass er hier wirklich auch den dritten Infinity Stone so sehr betont hat, wenn man wirklich nochmal genau das sich anhört. Und meiner Meinung nach ist das hier auch wieder, ein kleiner Hinweis vielleicht nur, ob er es bewusst gemacht hat oder nicht, wer weiß es. Aber auf jeden Fall, meiner Meinung nach, werden wir irgendwann Interaktionen mit diesen 6 Infinity Stones sehen. Ob es dann ein Handschuh sein wird oder irgendwas anderes, das werden wir dann sehen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wenn er hier wirklich spezifisch auf dieses Zepter und wirklich auch auf diesen Infinity Stone eingeht, dass das hier wirklich auch etwas ist, wo er einfach mehr weiß als wir und dementsprechend hier natürlich auch weiß, wo die Reise hingehen wird und sich dementsprechend auch positioniert. Du kannst mir aber auf jeden Fall mal sehr gerne deine Meinung unten in die Kommentare schreiben, was du von dieser ganzen Aktion hältst und ob du denkst, ist das Ganze jetzt wirklich einfach nur völlig random, findet er das Collectible gut oder hat es da auf jeden Fall, oder hat es da vielleicht wirklich mehr auf sich? Schreib es unbedingt mal unten in die Kommentare. Und als letztes schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den heutigen Comic Drop an und zwar ist das nämlich der Amazing Spider-Man Hashtag 42 mit exklusiven Rare und Ultra Covern. So sieht das Original-Cover aus, finde ich persönlich ein sehr ansprechendes Cover und das sind einmal die Rare und Ultra-Rare-Cover. Das Ganze ist relativ besonders, weil es nämlich die First Appearance of Mary Jane Watson beinhaltet. In dem Fall Peter Parkers Freundin mehr oder weniger, die wirklich in sehr, sehr vielen Comics unterwegs ist und dementsprechend auch mit unter anderem ein Hauptcharakter in den Spider-Man-Comics ist. Dementsprechend tatsächlich sogar eine sehr große Schlüsselfigur, wie ich auch erfahren durfte, letztens von unserem Comic-Experten, den wir auch im Stream hatten. Deswegen, wie gesagt, schau auf jeden Fall den Stream an. Gab es auf jeden Fall nochmal ein paar sehr nice Infos über einige Comics. Und das ganze Comic ist auch eine super Limited Edition, dass nämlich nur 10.000 Editions überhaupt davon existieren. Also tatsächlich ziemlich, ziemlich wenig. Listenpreis ist 7 Gems und das Ganze wird um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Und wenn wir gerade schon mal dabei sind, dann auf jeden Fall hier nochmal für den morgigen Drop, nämlich für den Samstag, das Zepter von Loki einmal hier mit einem Listenpreis von 30 Gems. Ich persönlich werde den auch versuchen mitzunehmen. 6.500 Editions und eine Ankommen, auch 17 Uhr deutsche Zeit. Das heißt, wenn ihr den auf jeden Fall mitnehmen wollt, dann habt ihr auf jeden Fall morgen die Chance. Und auf Go Collect geht das ganze Comic tatsächlich auch relativ gut über den Tisch, nämlich für insgesamt $3.600 für eine 9.6. Ist an dieser Stelle tatsächlich gar nicht mal so wenig, wenn man bedenkt, was die anderen Comics teilweise für Preise hatten. Dementsprechend ist das hier tatsächlich gar nicht mal so schlecht, das Comic. Und das war es jetzt tatsächlich auch schon wieder mit diesen ganz kurzen Vivi-News. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir da draußen auf jeden Fall einen super Start ins Wochenende. Mach's gut, dein Captain. Ciao, ciao.